Ey, Momente, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus. Denn gegen echte Mutterficker reicht Geschrei nicht aus. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schreien die Mama kommt. Doch wir kennen dann einen anderen Weg. Ey, Momente, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus. Denn gegen echte Mutterficker reicht Geschrei nicht aus. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schreien die Mama kommt. Doch wir kennen dann einen anderen Weg. Yeah. Jetzt gibt's Benzos in den Babybrei, du Drecks-Berliner Stresskind. Du brauchst ein bisschen Luft, ich schick dir gerne etwas Westwind. Schule ist nicht leicht, ich denke, keiner gibt dir Props. Alle hassen dich, du bist zu dumm für stille Post. Was für Shorts-Rapper. Ich glaub, du tickst dich normal. Ich zeig dir meinen Schwanz und bin dir nicht mehr egal. Ich hab Funny Bones wie 187, alles doppelt ganz zufrieden. Mensch, hat dagegen nur ein großes Maul für Schrei nach Liebe. Oh, du krapfen halt dein Maul. Text dich bis zum Durchschnitt wie der Scheitel auf deinem Haupt. Zähl ich bei dir mit, bin ich bei 16 Zeilen Füller. Und mehr Dezibel am Mic machen die Lines sich zu nem Brüller. Get the fuck. Ey, Momente, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus. Denn gegen echte Mutterficker reicht Geschrei nicht aus. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schreien die Mama kommt. Doch wir kennen dann einen anderen Weg. Ey, Momente, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus. Denn gegen echte Mutterficker reicht Geschrei nicht aus. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schreien die Mama kommt. Doch wir kennen dann einen anderen Weg. Neulich bist du zum Konzert von Thilo hingegangen und standst an erster Reihe mit Notizblock in der Hand. Und am Ende steht da drauf, man muss schreien auf Pim. Und etwas weiter unten dann noch Eier und Milch. Mentos, du bist so Berlin, suchst du aus nach Codein. Noch deine Homöopathen-Eltern hatten nur paar Globuli. Turn up mit den Jungen. Ja, die gebt ihr euch mit Spite und schreibt benebelt von dem Scheiß wie so ein Pflegefall ins Mike. Die Anzahl deiner Punchlines, die würde ich gern beziffern. Doch stehst du vor der Packstation und hast dich zu delivern. Steh, finde ich dich besser, so wie Trinkwasser. Du bist zwar Mentos, doch wir sind hier die Frischmacher. Ey, Momentes, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus, denn wir gewinnen gegen Gegner mit einer peinlichen Crowd. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schrei die Mama kommt. Doch jetzt hat sie grad was anderes vor. Ey, Momentes, du fliegst jetzt zum zweiten Mal raus, denn wir gewinnen gegen Gegner mit einer peinlichen Crowd. Du warst gewohnt, dass beim ersten Schrei die Mama kommt. Doch jetzt hat sie grad was anderes vor. Was läuft bei deiner Audio denn eigentlich verkehrt? Du nahmst, was das für eine Stimme? Wohl ein klein bisschen zu ernst. Eine Stunde nach dem Hörsturz kommt er wieder mal ins Battle. Stimme so gepresst, dir wachsen Hämorrhoiden in der Fresse. Hiernach kriegt der kleine Schrei als endlich mal eine Pause. Jeder deiner Tracks wird unterm Genre Quengelware laufen. Und weil jede deiner Lines ein Blindgänger ist, ist das einzige, was du hier holst, ein Stimmbänderriss. Das hol dir, wenn der Koks sieht, kann der Mensch es nicht begreifen. In Berlin geht man auf Partys, auf Toilette nur zum Scheißen. Drogenfronts von dir sind echt ziemlich hirnlos. Du nimmst Texte von einem Casimir und rappst sie wie Tilo.